Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im benachbarten Wald unterwegs und werde heute ein kleines Experiment nicht im Wald unternehmen. Und zwar möchte ich mal wissen, wie gefährlich sind eigentlich diese Gaskartuschen, die wir alle beim Camping und auch unterwegs gerne mal benutzen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja, diese kleinen Steckgaskartuschen sind so mit das günstigste, was man machen kann, um ordentlich zu kochen. Die meisten kennen es von Camping, vom Festival und sonst irgendwas, um darauf vielleicht ihre Ravioli-Waren zu machen und so weiter und so fort. Ich selbst benutze die Dinger auch ganz gerne ab und zu. Es gibt noch andere Alternativen, aber das ist auf jeden Fall eine der bequemsten, zum Beispiel auch wenn man im Wohnmobil unterwegs ist und keine Lust hat, die große Platte anzumachen. Sehr interessant. Was ich mich jetzt immer frage, wie sicher sind diese Dinger eigentlich? Zum Beispiel, wenn mal ein Steinschlag kommt, wenn uns der Rucksack irgendwo gegenfliegt oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt, in diesem kleinen Experiment werde ich ein bisschen gucken, was denn die Dinger eigentlich aushalten, ja, wie die mit Würfen klarkommen, wenn sie im Rucksack drin sind, aber auch so, ob sie mit Steinen beworfen irgendwas passiert. Und zum Schluss gucken wir sogar mal, was mit einer Pistolenarmbrust passiert, wenn man hier drauf schießt. Nein, doch. Ich habe hier einen kleinen abgesperrten Bereich hinter mir, ja sozusagen eine Kuhle. Wir machen den ersten Test, dass wir das Ding mit voller Wucht auf einen Stein drauf werfen, noch hier. Ich glaube nicht, dass da besonders Feuer auftritt oder sonst irgendwas in der Richtung. Wir gucken aber mal, wie mit übermäßiger Krafteinwirkung das Ding zurechtkommt. Ich habe einen kleinen Baumstamm getroffen. Wir sehen hier eine kleine Delle, aber sonst ist nichts weiter passiert. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass, wenn man damit auf Holz doll wirft, dass da irgendwas großartig passieren sollte. Das sollten die Sicherheitsvorschriften schon einhalten. Meine kleine Actioncam fängt das Ganze von der Seite für euch ein. Ja, wie ihr seht, ich habe mit voller Wucht, also beim ersten Mal habe ich relativ leicht drauf geworfen, ja, ein bisschen schon mit Kraft, das schien aber noch alles in Ordnung zu sein. Ja, es kam eine kleine Delle rein, ich habe den Stein getroffen und beim vierten Wurf habe ich dann richtig Power reingelegt mit Anlauf und so weiter und ihr könnt es auch hier sehen, das Ding ist zerbeult, aber es ist überhaupt nichts ausgetreten. Ja, also damit, ich hätte gerechnet, dass wenn ich mit voller Wucht auf den Stein raufwerfe, dass dann irgendwo ein Leck aufkommt oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja, meinetwegen hier oben, wo ja sozusagen die Einstechhilfe ist, irgendwas. Aber das Ding hält vollkommen stand, hätte ich nicht gedacht. Ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt habe ich auf jeden Fall noch was, wo das Ding bestimmt bald in die Knie gehen wird. Dafür gehen wir mal oben aufs Feld drauf, ja. Sicherheit geht natürlich vor, weil wenn doch wieder erwarten irgendwas mit dem Funken, Feuer, ist das natürlich im Wald richtig beschissen. So, hier oben werden wir unser kleines Experiment machen, ganz kurz am Anfang, ja. Ich habe vorher den Bauer gefragt, ob ich das hier machen darf. Er hat gesagt, ja, solange ich ein bisschen mich am Rand aufhalte und natürlich alles wegräume, was irgendwie an Dreck oder sonst was anfällt, macht sowas bitte nicht irgendwo, wo, ja, keine Ahnung, Feuergefahr ist, ja, und auch nicht in der Öffentlichkeit und auch zu eurem eigenen Schutz vielleicht nicht machen, sondern einfach das Video gucken. Das hier ist meine kleine Pistolenarmbrust, ja, die habe ich schon in anderen Videos manchmal benutzt. Der Name ist, glaube ich, Cobra und die verschießt mehrere Sachen, also die kann auch Stahlkugeln zum Beispiel verschießen. Wir benutzen aber heute die Standardbolzen dafür. Ich stelle jetzt mal die Gaskartusche auf, ja, gehe ein paar Meter weg, versuche das Ding zu treffen und wir gucken mal, was passiert, wenn der Pfeil, wenn die Spitze vorne auf die Gaskartusche trifft. So, alles ist aufgestellt, wir sind fertig zum Schießen. Ich habe ein bisschen Wasser noch dabei, ja, falls irgendwas passieren sollte, man weiß ja nie so genau. Sicherheit geht immer vor und jetzt machen wir mal unser kleines Experiment. Sam! Ey! Ja, ihr habt gesehen, was für ein Zorn da eigentlich auf so einer Dose drauf war. Ja? Also die ist in die Luft gesprungen, hat sich mehrfach um sich selbst gedreht. Da war ordentlich Power drauf, nachdem ich sie getroffen hatte. Was gut ist,
was natürlich auch der Sicherheitsnorm entspricht, ist, dass die nicht in Flammen aufgegangen ist oder sowas, ja. Weil selbst wenn man da ein Loch reinschießt oder ja, eine Delle irgendwas einreißt, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass das Ding halt mit relativ viel Druck sich fortbewegt, sich um sich selbst dreht und den Druck entlädt. Aber es geht auf jeden Fall, es explodiert nichts, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt. Ich hatte heute Morgen, als ich den Rucksack gepackt habe, kurz überlegt, ob ich euch nochmal eine Explosion zeige, um euch zu verdeutlichen, was für eine Power eigentlich da drauf ist, ja, und wollte mit einem kleinen Kaminanzünder hinten dran legen, um mit einer zweiten Dose zu zeigen, was für eine Explosionskraft da entsteht. Ich möchte aber ehrlich sein, das will ich hier nicht machen. Das ist mir hier einfach zu gefährlich, ja, wenn hier so eine Stichflamme so einen Baum halb ansenkt oder so, das ist mir einfach zu gefährlich. Dafür werde ich mir aber einen anderen Ort suchen. Da könnt ihr mich abonnieren, denn dann verpasst ihr das nächste Video nicht, wo das kommen wird. Ich muss mal noch einen perfekten Platz suchen, vielleicht irgendeine Art von Ruine, Lost Place. Wir gucken mal, was wir finden, was legal ist, ja, wo ich das machen darf und wo es auch relativ sicher ist. Und dann auch mit ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen, weil so eine Explosion ist natürlich nochmal deutlich schlimmer. Ich hoffe, das Experiment hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wie gesagt, abonniere mich auf dem kleinen Button hier unten, falls du es noch nicht getan hast. Und dann verpasst du die nächsten Experimente mit Explosionen natürlich auch nicht. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, wenn du noch weiter unterhalten werden möchtest oder auch ein paar Tipps und Tricks haben möchtest zu Ausrüstung, Camping, Wandern, was auch immer. Ich sag dann mal bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.